Sonderle Bastelzeit und ihr seht es ja schon am Titel. Heute soll es um diese Kästen hier gehen. Ja, Small Form Factor PCs. Die werden immer beliebter und ja klar, haben natürlich ihre Vorteile. Man braucht weniger Platz auf dem Schreibtisch, kann sie gegebenenfalls irgendwie hinten an einem Monitor dran montieren und ja, so eine Menge Platz sparen. Aber sie haben halt auch Nachteile. Und der große Nachteil ist natürlich, sie sind nicht wirklich erweiterbar. Was schlecht ist für Leute wie mich, die gerne Dinge erweitern und sehr viele Funktionen benutzen, die jetzt nicht unbedingt so auf ja, den Standard-User zutreffen, der einfach nur sein Chrome im Vollbild öffnen möchte. Deswegen, naja, möchte ich heute mal ein paar Tricks zeigen, wie man hier so einen PC, wenn man ihn denn hat, trotzdem so ein bisschen auf Steroide setzen kann und dem Ding Dinge verpassen kann, für die er definitiv nicht gebaut wurde. Erstes Thema ist der Speicher, der hier drin ist. Also die Festplatte. Naja gut, Festplatte nicht ganz, weil wenn der PC von irgendjemandem gekauft wurde, der ein bisschen Ahnung hat, dann wird da drin wahrscheinlich eher sowas hier sein. Das ist eine M.2 NVMe SSD, das heißt also eine SSD, aber sie arbeitet nicht mit dem alten SATA, sondern sie arbeitet mit NVMe, heißt also grob gesagt direkt mit PCI Express Lanes, kann deutlich mehr Daten übertragen. Hier so eine SSD kann locker ein paar Gigabyte pro Sekunde machen, während eine normale SATA-Anschluss meistens so bei 600 Megabyte oder sowas rumfliegt. Nur haben die hier so einen Stick zwar gerne drin, aber sie haben meistens auch Platz für eine entsprechende Festplatte oder SSD hier drin, und zwar für eine Notebook-Platte. Das kann dann zum Beispiel hier so aussehen. Und ja, wir sehen hier, hier passt so eine normale Notebook-Platte rein, haben hier auch, wenn wir das mal ein bisschen wegmachen, einen ganz normalen SATA-Stecker, der hier allerdings mit einem Flachbandkabel mit dem Mainboard direkt verbunden wird. Das hat allerdings ein paar Probleme. Nummer eins, ich will keine 2,5-Platte. Ich habe nämlich noch jede Menge 3,5-Platten da. Davon habe ich irgendwie kistenweise und die würde ich dann gerne auch recyceln, ohne mir direkt eine neue kaufen zu müssen. Hauptsächlich natürlich, weil die hier eine Menge Platz bieten. Passt jetzt nicht rein und ich habe ja schon angekündigt, das Ding wird so ein bisschen Frankenstein. Das hier wird nicht ins Gehäuse reinpassen, das heißt, die Festplatte liegt im Zweifelsfall oben drauf. Gut, ist theoretisch ja kein Problem. Wir haben hier ja auch einen SATA-Anschluss, das heißt, wir stecken den einfach hier drauf, stecken das hier wieder irgendwie ans Mainboard, buxieren das hier so schräg davor und dann ist das Thema ja im Prinzip erledigt, oder? Leider nein. Es wäre schön, wenn es so einfach ginge, aber da kommen wir auf ein Problem. Und zwar, wenn wir uns hier mal das angucken, dann haben wir hier im Prinzip zwei Arten von Stecker. Wir haben hier den Datenkanal, den eigentlichen SATA, und hier das ist der SATA-Stromanschluss. Aber hier rechts, da fehlen Pins. Und die Pins haben damit zu tun, wie Festplatten funktionieren oder SSDs. Denn kleine Notebook-Festplatten, die arbeiten üblicherweise mit 5 Volt. Die größeren Platten, wenn wir hier mal aufs Datenblatt gucken, auf das Schildchen, was hier drauf ist, dann sehen wir hier 5 Volt, 450 mA, 12 Volt, 700 mA. Der braucht also beide Spannungen. Der hier hat aber kein 12 Volt. Ja, also basteln wir doch mal eine Runde. Und glücklicherweise habe ich dafür etwas gefunden. Und zwar das hier. Das ist quasi eine SATA-Verlängerung. Das heißt, die können wir jetzt hier an dieser Stelle in unseren Stecker reinstecken. Und an der anderen Seite in die Festplatte. Dann haben wir schon mal ein Problem gelöst, nämlich jetzt ist das Ding außerhalb vom Gehäuse und ich kann es auch ein bisschen auf Seite legen. Das heißt, eventuell hinten rausbuxieren, hinter den Rechner legen, wo eh die ganzen Kabel sind, fällt es nicht so auf. Wir haben aber noch einen Vorteil und zwar hier sind die Kabel fürs Strom einzeln ausgeführt. Das heißt, wir haben jetzt hier unser zwei schwarze, das ist unsere Groundleitung. Wir haben ein rotes, das ist 5 Volt und wir haben ein gelbes, das sind die 12 Volt. Oder in dem Fall hier nichts, weil wenn wir mal gucken, das Gelb geht hier an der Seite rein und das ist genau die Seite, wo entsprechend die Pins fehlen. Was ich jetzt aber machen kann und machen werde, ist die gelbe Leitung durchschneiden und irgendwo anders 12 Volt herholen. Da gibt es verschiedene Arten, wo man das tun kann, je nachdem, was man möchte. Ich werde in die einfache Methode gehen, weil wir haben ja gesehen, bei 12 Volt braucht er hier, was waren es, 700 mA, das ist überschaubar. Das heißt, ich werde einfach hingehen und mir einen Step-Up holen, werde die 5-Volt-Leitung auch noch anzapfen und dann entsprechend ein Step-Up von 5 Volt auf 12 Volt machen und so das Ding hier mit Strom versorgen. Das wird in den meisten Fällen funktionieren. Es gibt noch eine Einschränkung und zwar dieser SATA-Stromstecker hier.
Der hat theoretisch auch noch eine 3,3-Volt-Schiene. Die gibt's auch. Allerdings, ihr seht, hier ist kein 3,3 Volt vorgesehen und ehrlich gesagt, ich habe auch noch keine Festplatte gesehen, die 3,3 Volt benutzt hat. Von daher, einfach weglassen, wird wahrscheinlich funktionieren. Und ja, hier bei der Platte auf jeden Fall, hier ist ja kein 3,3 angegeben. Und ja, damit hätte ich das Problem auf jeden Fall schon mal behoben. Das heißt, ich gehe mir jetzt mal einen Step-Up suchen, stelle den auf 12 Volt, knipse die hier mal passend ab und dann können wir danach Festplatten an den Rechner anschließen. Ich muss mal gucken, mit etwas Glück können die Mainboards hier ja auch sogar Hotplug. Dann könnte ich sogar so machen, dass ich irgendwie mir noch einen Case dafür hole, wo ich die Festplatten nach Belieben ein- und ausstecken kann im Betrieb und das quasi als Datengrab benutzen kann, wenn ich ja irgendwie temporäre Zwischenspeicher machen will. Zum Beispiel, wenn ich größere Messwerte habe, die ich nur selten brauche, dann kann ich die reinschieben, wenn ich mal mit den Messwerten arbeiten möchte. Aber im Normalfall brauche ich sie nicht, von daher weg damit. Und ja, so eine Festplatte ist jetzt zwar nicht das Zuverlässigste, aber wenn ich die lokal an den Rechner anklemme, dann ist sie in den meisten Fällen schneller, als das über irgendeine Cloud zu machen. Ich meine, ich könnte es bei mir wahrscheinlich auf dem Server legen, aber inzwischen bin ich halt auch ein bisschen mobiler und da liegt halt leider nur Internet dazwischen und deutsches Internet brauchen wir, denke ich, nicht wirklich drüber zu reden, dass das nicht cloudfähig ist. Denn, naja, die meisten Anbieter machen halt Werbung mit x100 Megabit. Ja, schön, aber das ist nur Download. Für Cloud brauche ich auch Upload. Und ja, allgemein muss Cloud erstmal funktionieren. Ne? Momentan zum Beispiel Amazon versus großer deutscher ISP. Hatte ich ja schon ein Video drüber gemacht. Aber genug gerentet. Ich suche mal gerade ein bisschen Hardware. Dann können wir da weitermachen. Also, den Step-Up werde ich im Gehäuse wohl platzieren. Das heißt also, ich gehe hin und schneide das hier vorne an der Seite Richtung Mainboard direkt ab. Dann haben wir da wahrscheinlich ein bisschen weniger Stress. Zack, und den 5 Volt trennen wir direkt auch mit auf. Oder? Ja, können wir im Prinzip machen. 5 Volt und ein Ground brauchen wir ebenfalls. So, alles kaputt gemacht. Wunderschön. Dann brauchen wir noch einen Step-Up. Das hier sollte einer sein, wenn ich mich richtig entsinne. Ich hoffe, dass er genügend Strom hat. Mit den 700 mAh wird der hier wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber das ist Anlaufstrom. Es wird schon schief gehen. So, kümmern wir uns mal darum, hier an die Kabel dran zu kommen. Und mir fällt gerade auf, ein Lötkolben wäre eventuell auch noch gar nicht eine schlechte Idee. Das gelbe Kabel brauchen wir gar nicht, das heißt, das können wir einfach wegknicken und auf der anderen Seite brauchen wir sie aber alle drei, denn die 5 Volt, die müssen wir ja durchreichen bis ans Ende und ja, Ground natürlich auch, 12 Volt kommen entsprechend neu. So, das heißt, wir haben VIN Plus, VIN Minus und ich frage mich gerade, ob hier das Minus überhaupt angeschlossen ist bei dem hier. Kann man das irgendwie testen? Schwierig. Ich meine, am Ende ist es relativ egal, weil hier auf der Festplatte die ganzen wieder verbunden werden. Ja, wird schon schief gehen. So, das heißt, wir brauchen das Einzige, was da noch vorne hin muss, ist der hier. Den müssen wir ja, wie gesagt, durchschleifen, den 5 Volt. Den sollten wir dann da mit dabei machen. Na gut, ich mache das hier mal fertig. Und, aua, wie gesagt, dann das Ganze schon mal verlöten. Momentan ist ja noch vorne und hinten nichts angeschlossen, von daher können wir es ruhig erst festlöten und dann anfangen, den Step-Up einzustellen. Das ist ja ein einstellbarer, wo wir hier mit diesem Poti entsprechend danach die Spannung noch einstellen müssen. Ja, dürfte, wie gesagt, eigentlich kein Problem geben.
Okay, dann schauen wir doch einfach mal, ob das jetzt funktioniert. Mein Netzteil müsste eigentlich genügend Platz haben, also im Sinne von Strom. 5 Volt ein, läuft's an? Nö. Nichts tut sich. Okay, er versucht zu starten. So viel höre ich schon mal. Ich gehe davon aus, der Strom reicht nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig. Ist die Frage, ob es ausreicht, da gleich mal einen großen Kondensator dran zu setzen. Gucken wir uns doch mal die 12 Volt Schiene an, was die sagt. Ich glaube, das ist die hier. Und ja, die bricht ein. Okay. Gut. Und an der Stelle bin ich so ein bisschen in eine Bastelspirale abgedriftet. Ich meine, ja, es war schon klar, prinzipiell scheint es zu funktionieren, aber er geht nicht an. Ich höre, dass er versucht anzulaufen, aber da hört es auf. Ich gehe einfach davon aus, dass die Ampere-Angabe, die da drauf steht, halt für den Betrieb gilt, aber nicht fürs Anlaufen, dass er da deutlich mehr braucht. Das ist natürlich schlecht. Ich habe dann erst versucht, an Eingang und Ausgang von hier diesem Step-Up ein paar Kondensatoren dran zu machen. Die können kurzfristige höhere Belastungen ein bisschen ausgleichen. Hat nichts gebracht. War immer noch das Problem, dass zu wenig Strom ankam. Ergo, wir bräuchten entweder eine deutlich größere Kapazität an Kondensatoren oder halt mehr Dauerleistung. Das war dann meine zweite Idee. Ich bin hingegangen und habe noch einen zweiten Step-Up parallel geschaltet. Wenn man zwei von diesen Modulen parallel schaltet, dann ja, Pi mal Daumen, doppelter Strom ist dann möglich. Und damit kam ich weiter. Ja, und zwar war ich in der Lage, eine Hitachi-Platte oder HGST anzuschließen und die ist auch einwandfrei angelaufen. Dummerweise aber auch nur die. Ich habe noch eine andere Samsung-Platte dran gehangen. Die hatte wieder genau dasselbe Verhalten gezeigt wie vorher. Das heißt also, offensichtlich immer noch zu wenig Anlaufstrom. Das ist dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das gibt's so keinen. Ich meine, klar, ich kann immer noch mehr oder größere Step-Up-Module verwenden, die dann noch mehr Strom liefern können. Allerdings kommen wir dann da in Bereiche, sagen wir mal, wir sind ohnehin schon außerhalb der Spezifikation, wenn wir den Anlaufstrom einer 3,5er Platte an so einen Anschluss, der für 2,5er ausgelegt ist, dranhängen. So einen großen Strom, das möchte ich allerdings dem Mainboard und entsprechend hier diesem Flachbandkabel dann auch nicht zumuten. Ich glaube nicht, dass das Mainboard so glücklich ist. Das könnte Dinge kaputt machen. Also, meine wunderschöne Idee, den Strom direkt intern da von dem SATA-Anschluss abzugreifen und einfach mit einem Step-Up zu machen, ist offensichtlich nicht der richtige Weg. Es gibt jetzt jede Menge andere Möglichkeiten, die man da machen kann. Die einfachste wäre natürlich, okay, ich brauche irgendwoher 12 Volt, gibt's im Gehäuse 12 Volt. Bei großen PCs ist das kein Problem, das Netzteil spuckt 12 Volt aus, die CPU läuft großteils mit 12 Volt oder zumindest die Spannungsregler davor. Das heißt also, da findet man immer 12 Volt. Hier bei so einem kleinen 12 Volt mit genügend Ampere, um eine Festplatte anzudrehen, wird eng. Die nächste Möglichkeit wäre, eine 5 Volt Quelle zu suchen, die mehr Strom ab kann. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Bedenken, was das Mainboard angeht, weil der SATA-Anschluss halt nie dafür ausgelegt war. Ich habe ein bisschen Bedenken zu diesem kleinen Flachbandkabel. Aber es gibt ja noch andere 5-Volt-Quellen im Rechner, die auch höhere Ströme können, wie zum Beispiel ein USB. Insbesondere einer, der auch für Laden von Handys oder so vorgesehen ist. Das heißt, da könnte man so einen Strom abgreifen. Der Rechner hier ist schon was älter. Ich weiß nicht, ob der das auch aushalten würde. Ich meine, wenn wir davon ein paar Ampere bei 12 Volt reden, das sind ein paar mehr Ampere bei 5 Volt. Muss man ja entsprechend umrechnen. Und nein. Deswegen beißen wir in den sauren Apfel und lösen das extern. Das heißt also, externes Netzteil komplett getrennt vom Rechner. Oder komplett nicht. Ground sollte natürlich verbunden sein. Aber irgendwas, was extern 12 Volt zuführt und das komplette Netzteil und Mainboard umgeht. Das ist natürlich ein bisschen unschön, weil das heißt, man braucht noch eine Steckdose und so weiter, noch einen externen Kasten, der rumliegt. Aber für mich ist das kein so großes Problem. Ich habe dieses 12 Volt Solarnetz noch in der Ecke liegen. Das heißt also, da kann ich mal ohne Probleme 12 Volt abgreifen, ein bisschen stabilisiert, das passt schon. Und zum anderen, ich habe da noch eine andere Modifikation an dem Rechner vor. Für die brauche ich ohnehin 12 Volt. Und von daher hatte ich mich ohnehin schon damit abgefunden, da ein Netzteil hinstellen zu müssen. Und es kommt jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, dass mit einem externen 12 Volt, den ich einfach dann da einspleiße, die Festplatte einwandfrei startet. Und natürlich, wenn wir dann ein Betriebssystem auf dem Mini-PC starten, das
Ganze auch richtig angezeigt wird. Wir haben jetzt also neben der NVMe-Platte noch eine SATA-Platte da drin und können die ganz regulär benutzen. Das kann man natürlich einfacher haben, indem man einen USB-Adapter benutzt. Es gibt ja so USB auf SATA-Adapter. Muss man allerdings auch gucken, gerade die günstigen, die sind meistens auch alle nur auf 2,5 Zoll ausgelegt und machen kein 12 Volt. Mit ein bisschen Glück hat man ein Modell, da hat man an der Seite noch einen Anschluss, kann man ein externes Netzteil dran machen. Ja, gewinne ich jetzt nicht ganz so viel. Am besten sind natürlich so schöne Docking-Stations, die benutze ich relativ gerne, aber ich muss gestehen, ich habe sie relativ selten benötigt. Das heißt, entsprechend auch nie aktualisiert. Das Modell, was ich hier habe, ist noch ein USB 2.0 und USB 2.0 ist selbst mit einer Festplatte ein bisschen dünn. Da hat SATA natürlich einen deutlich größeren Datendurchsatz. Ja, am Ende, wie wir sehen, das Ding hat nicht ganz das getan, was ich vorhatte. Ich hatte wirklich gehofft, die interne Spannungsversorgung nutzen zu können. Einfach mit dem Hintergedanken, die schaltet sich mit dem Rechner ein, dann haben wir alles erledigt. Wenn ich das hier wie jetzt mit dem externen Netzteil mache, muss man immer aufpassen, dass man das auch rechtzeitig mit einsteckt. Ansonsten gibt es da natürlich Probleme. Mir ist auch klar, dass das eine Modifikation ist, die für fast keinen relevant sein dürfte, weil halt andere Lösungen besser sind. Für mich hat es jetzt aber das Problem, in Anführungszeichen, was ich hatte, relativ schnell lösen können, nämlich das, dass ich keinen lokalen Speicher auf der Kiste hatte. Jetzt habe ich es und das in einer guten Geschwindigkeit. Und ich denke, es zeigt auch schön, die kochen halt alle nur mit Wasser hinten dran. Die Protokolle sind oft relativ identisch und selbst das, was nicht vorgesehen ist, kann man dann im Zweifelsfall da anklemmen. Auch wenn man, wie wir hier gesehen haben, teilweise ein bisschen improvisieren muss oder auch ein paar Abstriche machen muss bei dem, was man vorhat. So oder so, ich habe jetzt hier meinen lokalen Datenspeicher. Die Software, die hier sich beschwert hat, dass eine NAS kein zuverlässiger Speicher ist, kriegt dann die Videodaten als Kopie nochmal lokal hingelegt und ist glücklich. Und ja, danach zu urteilen, dass ihr das Video gerade sehen könnt, tut die Festplatte offensichtlich immer noch, was sie soll.